Ja, willkommen zu dieser Lektion. In dieser Lektion geht es jetzt um den nächsten Reiter in den Einstellungen von WooCommerce, und zwar Konten und Datenschutz. Gerade im Bereich Datenschutz ist ja im letzten Jahr sehr viel passiert und WooCommerce hat da auch sehr schnell nachgezogen und hat eben einige Einstellungsmöglichkeiten hier eingefügt. Zuerst geht es aber mal los mit den normalen Einstellungsmöglichkeiten, die vorher auch schon da waren. Als erstes haben wir hier Bezahlen als Gast. Darf ein Kunde, wenn er kein Konto hat, bei dir einkaufen? Würde ich auf Ja setzen, denn viele schreckt es ab, wenn sie ein Konto erstellen müssen oder eben einen Account erstellen müssen, wenn sie im Bestellprozess unterwegs sind. Ja, deswegen würde ich sagen, als Gast bestellen ja. Dann haben wir hier die Möglichkeit, dem Kunden aber trotzdem zu erlauben, ein Konto zu erstellen, wenn er gerade im Bestell Vorgang ist, also sagen wir ja hier. Dann geht es hier nochmal um die Kontoerstellung. Erlaube dem Kunden beim Bezahlvorgang ein Konto zu erstellen. Können wir eigentlich auch auf Ja setzen. Erlaube Kunden ein Konto auf der Seite Mein Konto zu erstellen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Dann haben wir hier die Frage, soll aus der E-Mail des Kunden auch gleichzeitig der Benutzername gemacht werden? Können wir auch drin lassen. Und dann generiere automatisch ein Passwort, wenn ein Kunde ein Konto erstellt. Können wir auch selektiert lassen. Dann geht es hier langsam schon los mit Datenschutz, und zwar Löschanfragen für Konten. Was soll hier gelöscht werden? Personenbezogene Daten aus Bestellvorgang entfernen. Das ist eine Sache, die wir dann eben machen müssen. Ich kann und darf dir jetzt hier natürlich keine Rechtsbelehrung geben. Und will ich auch gar nicht, kenne ich mich ehrlich gesagt auch zu wenig aus. Ich will dir hier nur die Möglichkeiten zeigen. Was du hier dann einstellen musst, müsstest du eigentlich mit deinem Rechtsberater dann klären. Ja, also wir haben hier personenbezogene Daten aus dem Bestellvorgang entfernen bei Löschanfrage. Das heißt, wenn der Kunde in seinem Konto sagt, bitte Daten löschen, dann wird das System automatisch alle personenbezogene Daten aus dem Account löschen. Ist auch richtig, ja. Soll auch vom Gesetzgeber her so sein. Deswegen würde ich hier den Haken setzen. Dann haben wir hier als zweites Zugriff auf Download entfernen. Das heißt, wenn jetzt die Löschanfrage gestellt wurde und personenbezogene Daten entfernt wurden, soll dann auch der Zugriff auf Downloads verweigert werden. Ja, eigentlich ja nicht, weil trotzdem hat der Kunde ja das Produkt, wenn das Produkt ein Download-Produkt ist, bezahlt. Ja. Seine personenbezogene Daten zu löschen heißt noch lange nicht, ihm sein bezahltes Produkt zu entfernen. Also da geht es halt los, da muss man ein bisschen in die Tiefe denken, was man da macht, was für seinen Shop das Beste ist. Ja. Und auch hier personenbezogene Daten entfernen, meiner Meinung nach beißt sich das ein bisschen mit dem automatischen Erstellen des Benutzernamens aus der E-Mail-Adresse. Denn E-Mail-Adressen sind ja personenbezogene Daten. Entweder man entfernt hier das automatische Generieren des Benutzernamens aus der E-Mail, dann muss der Kunde einen eigenen Benutzernamen eingeben. Damit kann man dann, wenn man sagt, personenbezogene Daten löschen, kann man ja dann eigentlich die E-Mail löschen, denn dann ist die E-Mail ja nicht mehr der Benutzername. Also hier wird es ein bisschen tricky, da müsst ihr euch auf alle Fälle beraten lassen, und vielleicht wird das Ganze aber auch ein bisschen zu heiß gekocht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Okay, dann haben wir hier Datenschutzseite. Die Datenschutzseite ist die Seite, die wir schon erstellt haben, und die heißt eben Datenschutz, die muss man hier auswählen. Dann bei der Registrierung, welche Datenschutzinformation soll erscheinen, die der Kunde bestätigen muss? Und beim Bezahlvorgang, welche Datenschutzerklärung soll hier erscheinen? Zwei wichtige Punkte. Dann Aufbewahrung der personenbezogenen Daten ist eben wieder das gleiche wie oben, Datenschutz. Hier stellt aber der Kunde selbst die Löschanfrage und dann muss eben gelöscht werden. Und hier unten
geht es darum, wie lange diese personenbezogenen Daten überhaupt im System gespeichert werden. Das ist auch so eine Sache, die nicht so klar ist, denke ich. Also ich habe mal gehört, dass personenbezogene Daten nur 3 Monate aufbewahrt werden dürfen, wenn man nicht mehr mit dem Kunden in Kommunikation praktisch ist. Also eben inaktive Konten aufbewahren 3 Monate. Aber sprecht da auf alle Fälle eben mit eurem Rechtsberater. Dann ausstehende Bestellungen aufbewahren, sagen wir 30 Tage. Das sind eben Bestellungen, die eingegangen sind, aber noch nicht bezahlt sind. Und da sind ja dennoch persönliche Daten dahinter und wann sollen die gelöscht werden? Bei fehlgeschlagenen Bestellungen würde ich jetzt auch mal sagen 30 Tage. Stornierte Bestellungen auch 30 Tage. Abgeschlossene Bestellungen, dann ist er ja Kunde, da würde ich dann eben sagen wieder 3 Monate. Die Frage ist jetzt eben, wie man das alles genau einstellen muss und was man genau tun muss, um hier rechtssicher zu sein. Und dazu, wie gesagt, kann ich euch nur noch mal ans Herz legen, sprecht mit Anwalt oder eurem Rechtsberater, damit ihr da auf der sicheren Seite seid. So, wir gehen jetzt hier auf Speichern. Dann haben wir hier Konten und Datenschutz eingestellt. Und im nächsten Video geht es dann um die E-Mails.